heute machen wir Sterne aus Natronteig. Dazu braucht ihr 125 Gramm Natron, 85 Gramm Wasser und 60 Gramm Speisestärke. Das könnt ihr dann einfach in einen Topf einfüllen. Ist egal, in welcher Reihenfolge. Und dann stellt ihr euren Herd auf 5. Und dann rührt ihr das einfach alles um, bis es dann fester wird, so ungefähr eine Kartoffelbrei-Konsistenz. Wichtig ist es, dass ihr die ganze Zeit rührt, weil sonst brennt das an. Wenn es anfängt zu blubbern, dann spürt man auch schon, dass es ein bisschen fester wird. Dann könnt ihr das hier umrühren und dann wird es schon so kartoffelbreiig. So muss das in etwa dann aussehen. So, und das tut ihr jetzt alles auf einen Teller drauf. Und ihr dann ein bisschen platt drücken noch. Und ihr müsst aber aufpassen, es ist noch ziemlich warm. Und dann müsst ihr das unbedingt mit irgendwas abdecken. Am besten mit einer Frischhaltefolie. Die tut ihr dann hier drüber. Und jetzt lasst ihr das abkühlen. Wenn der Teig jetzt ausgekühlt ist, dann tut ihr die Frischhaltefolie von vorher. Könnt ihr hier über den Teig den ausgekühlten tun. Und dann nehmt ihr euch eine Rolle und tut das so ein bisschen mit der Frischhaltefolie ausrollen. So, wenn ihr es dann ausgerollt habt, könnt ihr euch die Frischhaltefolie runter machen. Dann spürt ihr das auch, das ganz glatt und fühlt sich sehr cool an. Und dann könnt ihr euch hier ein paar Weihnachtsausstecher raussuchen oder was ihr wollt. Ich nehme jetzt Sterne und mache Sternenanhänger. Und das tut ihr dann einfach hier in den Teig rein. Am besten so nah wie möglich, damit ihr auch ganz viel rausbekommt. So, und da könnt ihr dann einfach ein Loch oben reinmachen, wo ihr dann eine Schnur durchmachen könnt. Und dann könnt ihr das einfach aufs Blech legen. Und dann könnt ihr die restlichen Sterne machen. So, dann könnt ihr jetzt auch Löcher reinmachen und hier wieder was zu den anderen legen. So, jetzt bin ich fertig geworden mit meinen Sternen und ihr seht, was man alles aus so einem kleinen Teig alles machen kann. Und am besten macht ihr zu große Löcher als zu kleine, weil sonst könnt ihr die Schnur am Schluss gar nicht mehr durchfädeln. So, ich habe jetzt auch schon den Backofen auf 70 Grad vorgeheizt und stellt die einfach rein und wartet eine Stunde. Jetzt haben wir die Sterne aus dem Backofen geholt, weil sie fertig waren. Und wir haben dann hier noch so Bändel reingemacht und oben in Knoten. Und dann könnt ihr gerne auch noch hier irgendwas draufschreiben, wie Merry Christmas oder so, und dann an den Tannenbaum hängen. Genau, viel Spaß beim Nachbasteln.